So. Lasst sie betteln, aber lasst sie nicht entkommen. Angriff! Drückt mir die Daumen, dass das jetzt klappt. Achso, komm, diesmal mal die Ansprache nicht. Moment mal kurz. So, da bin ich wieder. Wir nehmen die am weitesten entfernte Position für ihn. Also Edge Camping will ich jetzt nicht unbedingt machen, aber wir müssen schon nah an den Map Edge ran. Kommt er da hinten? Okay. What the hell? Kavallerie, what the hell? Okay, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Und zwar am besten. Zack, zack, zack. Am besten irgendwie so. Das ist, glaube ich, mittig genug. So, dann kann es ja langsam aufgehen. Hier rüber bitte. Ja, die sind alle außer Atem. Naja, lassen wir sie mal. Okay, wir lassen sie da noch hinrennen, dann gebe ich ihnen eine kurze Pause. Ja, völlig erschöpft und so weiter. Da müssen wir kurz warten. Müde, müde. Immer noch völlig erschöpft. Komm, jetzt erhol dich mal ein bisschen. Ja, das bisschen Wüstensonne. Kann nur einen echten Byzantiner nicht erschüttern. Okay, jetzt sind wir nur noch auf müde bis eifrig. Können wir es ja mal langsam weiter angehen. Normale Marschgeschwindigkeit können die Leute ja gut ab. Und da, den Hügel rauf bitte. Ja, das Thema kriegerische Konfrontation, da wissen die schon, was ich mir darunter vorstelle, oder? Also, dass man dann auch tatsächlich mal gegeneinander kämpft und so. Was ist das jetzt? Das ist eine Fernkampfkavallerie. Schön. Da schießt ihr drauf. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. So, ihr stellt euch hier vorne dran. Ihr geht hier auf dem Flügel vorbei. Wir müssen ja eigentlich nur die Bogenschützen ein bisschen aufscheuchen, damit ich gleich mit der Kavallerie zuschlagen kann. Okay, wenn man es ein bisschen anders ab hier rüber.
Ja, das könnte... Könnte was werden. So, ich versuche den jetzt mal zu sandwichen. Wie das ja im Fachjargon heißt. Na komm. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Ja, das meine ich aber auch. Wenn wir standhaft und außer bleiben, ist der Sieg unser. Die da, die stehen nicht zu unseren Gunsten, die stehen zu unserem Dummsten. Oder das war eigentlich gerade saudumm. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ja, hoffen wir mal, dass er ihn noch schwerer erwischt. Beim Glanze des Himmels über uns. Ja. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Oh, unser General kriegt das nicht hin, so ein paar Bogenschützen aufzuweiben. Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. Das ist ein klarer Sieg. Nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Da hört ihr, wie das Spiel von mir redet. Ja, das war... Ja, diesmal werden wir ihn hinrichten. Wir haben ihn schon... Wir haben ihn schon um genug Geld erleichtert. Nennt mir den Feind, Herr. Auf nach Mosul in der ersten Runde halt, ne? Oh ja, Wirtshaus, Abtei, Ikona Studio, das ist ja alles Zeug, was wir hier gerne gebrauchen können und bauen würden. Ich bin bereit zu handeln. Hm, die Seide, die bringt auch ganz gut was, ne? Aber nee, die bringt nur was, wenn man so eine hohe Stufe hat wie der. Ja, nicht so geil. Mein Herr? Ich bin Gottes Diener. Benennt den Heiden, über den ich urteilen soll. Ja, machen wir gleich. So, das war Nummer 1. Jetzt haben wir ja noch eine mongolische Armee. Der Sultan wird sich über euren Tod freuen, ungläubig. Ja, Herr? Ich glaube, der wird sich nicht... Also so sehr freut er sich bestimmt nicht. Eure Befehle, nicht. Edler Herr. Scheiße, den kann ich nicht angreifen, so. Hey, du kannst den Angriff führen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich würde ihn halt dann gerne schon jetzt angreifen, ne? Das sollten wir irgendwie schon machen. Er kann ihn auch nicht angreifen. Ja? Eure Majestät! Lass mal gerade nachdenken. Du musst ja auch noch einen General, ne? Okay, pass auf mit denen. Bringe unsere Männer zusammen. Du gehst nach Mosul. Hier endet der Tagesmarsch. Die lösen wir auf. Den behalten wir. Eure Majestät. Ja, die lösen wir auf. Den Rest bilden wir fort. Die haben ja ganz gute Erfahrung gekriegt ansonsten. Eure Befehle, edler Herr. Dann machen wir Folgendes. Stell ihn hier hin. Edler Herr. Und stell ihn hier hin. Es ist mir eine Ehre. Dann greifen wir ihn mal gerade einfach nur mit dem General an. Ehrenhaft bekämpfen, Herr. Mistkerl. Ja, Herr. So ein dummer Mistkerl. Feige Socke haut natürlich ab. Ja, Herr. Verlasst diese Länder, Ungläubiger. Oder muss ich euch vertreiben? Eure Befehle, edler Herr. Wir können sie ja quasi versuchen, jetzt die Mongolen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Wir nehmen eine reine Kavalleriearmee. Versuch ist es wert. Kommt, Versuch ist es wert. Drei berittene Bogenschützen, nochmal so schwer gepanzerte Reiter. Für dich. Ja, er teilt mir einen Befehl.
abrücken. Edler Herr. So. Eure Majestät. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Bilde zwei Armeen. Stopp, nein, nein, nein. Bilde keine zwei Armeen. Shit, zu spät. Okay, laden. Denn das sah gerade so aus, als könnte er da hingehen, aber dann habe ich gesehen, dass der Pfeil rot wurde, deswegen habe ich die Bewegung abgebrochen. Das ist natürlich doof, ne? So, also nochmal. Dann gib mit den hier hin. Eure Befehle, edler Herr. Dann gib mit Kaiser Michael hier hin. Ja. Eure Majestät. Eure Befehle, edler Herr. Edler Herr. Befehle? Befehle? Wir teilen hier unsere Truppen auf, Herr. Führe unsere Truppen zusammen, ehrenhafter Herr. Gott ist mit uns, Mensch. Ja. Wie ihr wünscht. So. Wir greifen an. Nee, Kaiser Andronikus. Nicht? Ja, ich glaube, die müssen wir doch alle selbst steuern können, ne? Die Truppen stehen bereit. Möge die Schlacht beginnen. Das sind ja eigentlich. Das müsste doch eigentlich hinhauen, oder? Also ansonsten muss ich es nochmal ein bisschen ummodeln, aber es müsste eigentlich gehen. So, Positionierung starten. Keine Ahnung, gehe hier drüben hin. Okay, hier mache ich jetzt Edge Camping. Nee, kann ich eigentlich nicht machen. Bringt nichts. Lauf mal rüber zu unserem Kollegen. Beten wir, dass das so bleibt. Okay. Wir haben sogar ein bisschen Infanterie und ein bisschen was am Bogenschützen dabei. Für die Kühe. Für die Kühe. Er bezieht eine Verteidigungsstellung. Interessant. Jetzt zeig mir nochmal gerade, sind das Turkmenen? Turkopolen, meine ich ja, ja. So, die kaiserliche Garde auf die rechte Seite, bitte. Das müssen wir doch eigentlich packen, oder? Ich meine, wir haben jetzt auch nicht die schlechteste Armee. Wenn wir unsere Einheiten ein bisschen geschickt einsetzen. Packen wir das bestimmt. Die sind nur erwärmt. Gut. Machen wir gerade Pause. Zeig mal gerade. Die hören kreisen und schießen und schnelle Fortbewegung. Okay, gut. Also sie haben leider keinen Langstrecken-Fernkampfangriff. Das ist ein bisschen schade. Bogenschützen, Infanterie und Infanterie. Langstreckenfernkampfwaffe können Brandpfeile benutzen, gute Ausdauer. Bäh. Das ist eine ekelhafte Einheit. Man löst das mal gerade auf. Da kriegen wir die schweren mongolischen Bogenschützen. Hier geht ab hier rüber. Ihr verfolgt bitte die. Na, das war blöd. Das da könnte jetzt ziemlich schmerzhaft werden. Sie greifen nicht mehr an, seht ihr das? Ist das geil? Ist das bitter? Die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. So, jetzt greift die Mistratte da mal an. So.
Und Charge. Ah! Für den Kaiser! Für den Kaiser! Wo sind wir hier mit den schweren Reitern da rauszukommen? Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln! Ah, mein General steht da noch irgendwie doof rum. Das ist so krass, wie die KI sich da manchmal umdreht. Das ist echt einfach so herb. Wahnsinn. Den Feind hat er schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Der ist auch gerade, manchmal habe ich den Eindruck, der kommt gerade in den Stimmbruch, der Typ. Wenn er immer so abschreit. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So cool. Okay, komm, komm, komm. In den Rücken. Der feindliche König wurde erschlagen. Oh ja. Ein würdiger Gegner, aber dennoch tot. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Genau, und jetzt lasst den Rest einfach laufen. Der Allmächtige sei gepriesen. Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Hulala. Da haben wir aber noch ganz gut was erwischt. Wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Und das, liebe Freunde, war das Ende der Mongolen. Oh ja. Hinrichten. Dieser verruchte Haufen barbarischer Heiden, die nach dem Adelsstand trachteten, wurden dank eurer entschiedenen Führung ausgelöscht. Man wird sie vergessen, aber niemals die mächtigen Eroberungen eurer Dynastie. Ja, das stimmt natürlich. Wir haben von ihnen ja nicht viel erobert, wir haben ja eigentlich nur ihre ganzen Generäle abgeschlachtet. Und das war ein ganz schönes Stück Arbeit, Leute. Ach Gott, der Himmel. Ja. Also ich bin auch irgendwie froh, dass es rum ist, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war anstrengend, aber unterhaltsam. Gehen wir hier in die Armee mit rein. Eure Befehle, edler Herr. Mal gerade gucken. Befehle? Edler Herr? Ja. Kaiser Michael nimmt sich die Truppe hier vor. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Edler Herr? Befehle? Und das da lösen wir. Befehle? Er teilt mir einen Befehl. Das da lösen wir alles auf. Befehle? Brauchen wir nicht mehr. Ja, Herr. Eure Befehle, edler Herr. Ja, ich glaube, wir haben auch einen Agenten aufgelöst aus Versehen dadurch. Untersuchung gestartet. Ja, bleib mal in Aleppo dann halt in Herrgotts Namen. Herr. Ja. Wow. Also dadurch werden wir unseren Militäretat radikal umstrukturieren können. Schlage das Lager auf. Was wir jetzt natürlich machen sollten, eure Befehle. Es ist mir eine Ehre, euch zu. Eure Befehle, edler Herr. Die Togopolen auch noch auflösen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Er teilt mir einen Befehl. Hier auch auflösen, die brauchen wir auch nicht mehr. Genau, das bauen wir ja schon. Zypern bauen wir ja schon um. Ja. Und gab es noch eine Sache, die ich machen wollte, wenn ich die aufgeschrieben habe? Ich weiß es gerade nicht mehr. Unsere Männer von Bord. Herr! Geh mal nach Iconium. Vorwärts! Morgen ziehen wir weiter, Herr. Ja, mein Herr. Und lande die Truppen hier drüben. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Ja. So. Es ist halt nicht so schlecht, wenn man noch ein paar Burgen rumstehen hat. Theoretisch können wir jetzt hier unten aber echt ein paar Burgen zurückbauen. Aber wir haben so viele Städte auf der anderen Seite, es sind gar nicht so viele Burgen. Mosul 1, Aleppo 2, Caesarea 3,
Tiflis 4, Gaza 5. Also das ist okay. Und dafür decken wir eigentlich doch ein sehr großes Gebiet mit den Dingern ab. Das finde ich eigentlich korrekt. Das ist okay so. Die Armbrustschützen lasse ich hier drin, aber jetzt müssen wir mal schauen. Der Militärhaushalt dürfte in der nächsten Runde deutlich zurückgehen. Armeeunterhalt war, der war, stellenweise war er auf jeden Fall mal auf über 40.000, das weiß ich noch. Edler Herr. Ja, komm, ich schlag dir mal gerade nur in die Flucht. Ein wirklich ehrenvoller Sieg, mein Herr. Und dann, wenn wir mal gerade gucken, wollen sie... Jetzt vielleicht? Wollt ihr fragen, ob wir einen Frieden schließen? Ja. Aber warum wäre das sehr fordernd? Echt? Tut's mir leid, dann nehme ich euch noch eine Siedlung ab. Dann seht ihr das vielleicht ein, dass ihr nichts könnt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Das wird die letzte Belagerung von Prusenos von Ezova oder so. Ah, nö, der ist noch gar nicht so alt. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Natürlich. Wir beginnen die Belagerung. Tu das. Mein Herr. Ja? Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Weißt du was? Erteilt mir einen Befehl. Ja, mein Herr. Stell die mal gerade hier rein. Bewegung! Stell dich hier auf die Brücke. 1, 2, 3 mal schrottige Infanterie, aber ganz, ganz, ganz viele Fernkämpfer. Befehle? Komm, pack den auch noch dazu. Gott ist mit uns, Männer. In die 4 Runden, ne? Ja, das müsste eigentlich, das müsste klappen. Ja, nur um auf Nummer sicher zu gehen, warte mal, mach das mal ein bisschen anders. Eine Runde. So. Mein Herr. Wir erwarten euren Angriffsbefehl. Sogar der Seitenanführer. Genial. So haben wir nämlich jetzt hier nochmal schön die Brücke zugemacht. Und können die nochmal gut belagern. Ich glaube, das geht. Und selbst wenn er dann die Brücke frei boxt, bekommen wir ihn in Torn. Ja. Hatten wir nicht mal irgendwann auch noch eine... Armee, die wir da hochschicken wollten. Ich wollte irgendeinen aus Bran, wollte ich da hochschicken, vermutlich. Oh, nee. Reden ist Silber. Kämpfen ist so viele Rebellen auf einmal hier. Ja. Da müssen wir aber dringend was dran ändern. Ja, aber nicht mit denen. Eure Befehle, edler Herr. Wir können dann hier noch ein paar Einheiten rekrutieren. Kataphrakte, endlich. Oh ne, komm, nur einer. Oh. Dann nehmen wir noch 2 Wachbogenschützen mit dazu. Das Beste, was wir kriegen können. So ein bisschen Wegwerfinfanterie brauchen wir auf jeden Fall immer. Machen wir davon auch noch 3 Stück. Und das machst du mir hier auch. Stellen wir hier noch eine neue Armee auf, würde ich sagen. Sicherlich keine Elite-Truppen, aber ja, also kann man was mit anfangen. Und weißt du was, ich brauche dich jetzt dummerweise wieder in Konstantinopel. Mach mal 3 von denen. Und nochmal 3 von denen. Und dann müssen wir dann wieder mit so einer Dödeltruppe da aufmarschieren.
Schade, schade. Okay, so Leute, aber jetzt ist gut. Also, wir haben es endlich geschafft. Die Rebellen machen wir noch schnell weg. Greifen auf euer Zeichen an. Unsere Flotte war siegreich. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, und den Kurs setzt du mal am besten so. Eure Befehle. Dass wir die Truppen hier in Durazzo wieder fortbilden können. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen Erfahrung draufgegangen, aber bei den Schiffen ist es nicht so schlimm. Ja, mein Herr. Ja. So, dann reparieren wir die Schiffe noch. Ja, mein Herr. Okay. Ja, Leute, also das war's. Wir haben die Mongolen endlich besiegt. Jetzt können wir die restlichen Territorien in Italien noch erobern. Und dann haben wir die Ausdehnung des Byzantinischen Reiches unter Basileus II. Sogar noch übertroffen. 1025 war so in etwa, würde ich sagen, als die Bulgaren ja mehr oder weniger auch zu einem verbündeten Königtum gemacht werden konnten oder untergebenen Königtum gemacht werden konnten. Da hatte Byzanz ja wirklich nochmal so eine kurze Blütezeit, bevor es dann unter dem Eindruck der Kreuzzüge immer mehr in die Enge gedrängt wurde. Und wir werden jetzt nochmal versuchen, diese Blütezeit im Jahre 1232 wiederherzustellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Part wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Pax vobiscum, valete.